In den kommenden Tagen wird es wolkiger und vereinzelt ziehen teils gewittrige Schauer durch. Vielerorts bleibt es aber auch trocken. Die Temperaturen gehen etwas zurück, in der Sonne ist es aber weiterhin angenehm warm. Am Samstag fallen vor allem in der Nordwesthälfte und Richtung Alpen ein paar Schauer oder Gewitter. Nach Süden und Osten hin scheint jedoch noch bis zum Abend die Sonne bei bis zu 22 Grad, im Chiemgau sind bei Föhn sogar knapp 25 Grad drin. Etwas kühler ist es von der Nordsee bis zum Niederrhein bei 14 bis 17 Grad. Am Sonntag wechseln sich Sonne und Wolkenfelder ab, im Tagesverlauf entwickeln sich vor allem im Osten und Süden Schauer. Bei 15 bis 18 Grad wird es tagsüber durchaus angenehm, an den Küsten bleibt es bei Seewind etwas kühler. Danach geht es meist freundlich und trocken weiter. Die Temperaturen gehen jedoch allmählich etwas weiter zurück, nachts droht örtlich sogar wieder Bodenfrost. Ab Wochenmitte deutet sich dann empfindlich kältere Luft mit Schauern an.